Der Walpurgismarkt in der Thalenser Innenstadt wurde in diesem Jahr so lange wie noch nie veranstaltet. Für ganze 5 Tage, vom 27. April bis zum 1. Mai, verwandelte sich die Karl-Marx-Straße vom Rathausplatz bis zum Möbelhaus in eine Marktstraße. Eigentlich aus Ravensburg. Ich bin eine weit gereiste Hexe. Ja. Ich komme aus Ravensburg, lebe hier, fühle mich wohl, war gestern in Wernigerode auf dem Mittelalter, wollte auf Thale, eigentlich ganz toll. Nein, allein. Ich gehe alleine hoch und feiere auch richtig ausgiebig. Ich werde Kontakt suchen, also Spaß haben. Ich bin eigentlich da zum Spaß, spontan. Jedes Jahr hier und wir gehen immer hoch zum Hexentanzplatz. Das ist immer die beste Feier, die wir im Jahr haben, außer das Hexoin, was auch hier in Thale stattfindet. Und da sind wir immer. Ich finde, wir sind Wernigerode, wir sind Wohninhards und da muss man dann auch Walpurgis feiern. Eine Truppe aus dem Harz, Harzer Vorland. Wir kommen aus Schladen, aus Friedenburg, aus Goslar, aus Bad Harzburg, aus Wolfenbüttel, von überall her. Und wir hexen schon seit über 20 Jahren zusammen. Und wir sind hier in Thal das erste Mal. Es gefällt uns sehr gut, es hat viel Spaß gemacht, das Publikum war toll. Wir haben ordentlich mitgemacht. Jetzt müssen wir natürlich weiterreisen, wir müssen noch nach Blankenburg. Und ein Teil der Truppe bleibt hier und reist vielleicht noch oben auf den Hexentanzplatz. Und wird dann auch sein Unwesen treiben. Also eins muss ich noch erwähnen. Seit 20 Jahren wartet meine beste Freundin Sibylle auf einen Fernsehauftritt. Ich hoffe, dass es jetzt endlich geklappt hat. Auch bei YouTube. Leute, klickt uns an! Wir werden berühmt! Neben Fahrgeschäften und den Imbissbuden konnte man auf dem Walpurgismarkt auch einige wirklich interessante Stände finden, die neben den üblichen Marktständen auffielen. So zum Beispiel konnte man an diesem Stand sämtliche Berufsbilder erwerben. Eine kleine, nette Idee für den Bürotisch. An anderer Stelle gab es ganz spezielle Holzarbeiten, die jedes Kinderherz höher schlagen ließen. Die ist dann hier mit dem Korken so rum. So, da macht man einfach vor die Brust so, zack. Aha. So, und dann kommt hier der Korken drauf. Und dann ist das Ende ganz nah. Kann ich mal? Ja, rein da in den Spalt. Mein größtes Angebot sind ja die Armbrüste. Die Armbrüste für alles, für Korken und für alles Schießer. Vor allen Dingen ist ja ganz wichtig, das sind die Schularmbrüste. Das ist für Erbse, Kirschkern, Kaugummi, Blaubeere, Vogelbeere. Das ist damals noch von Frau von der Leyen genehmigt worden. Die hat ja gesagt, es soll mehr Spaß im Unterricht. Und das lockert auf. Das lockert auf, nicht wahr? Wir haben die gleiche Größe nochmal in der Munition, etwas größer. Die Reichweite ist größer, also es würde praktisch quer durch die Aula reichen. Ja, wir haben schulische Sachen, ist wunderschön hier. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, die Korkenarmbrüste. Das ist... Gottes Willen, wie konnte das passieren? Ja, danke. Bin ich gut zu sehen, das ist schon. Ja. Also die Produkte sind unter anderem Käse, Wurst, Schinken und Brot. Das kommt unter anderem aus Italien, Bozen, genauer, aus Österreich der Käse, aus der kleinen Dorsenerei im Vorarlberg. So, dann die Wurst kommt aus Kitzbühel. Also die sind alle größtenteils ohne Konservierungsstoffe, alles von Natur, Bauern und ja, unbearbeitet halt, was man halt im Supermarkt so nicht mehr bekommt. Auf 3 Bühnen, die wie in den Jahren zuvor am Rathausplatz, in der Karl-Marx-Straße und beim Möbelhaus stationiert waren, wurde wechselndes Unterhaltungsprogramm angeboten. Die 3 Jungs von Stamping Feet heizten am Samstagabend ab 23 Uhr dem Walpurgis-Publikum auf der Bühne am Rathausplatz gut ein. Ihr Trommelgewitter klingelte bis in die Nacht hinein. Ja, jetzt geht der erste Schritt los hier. Die ganze Hexerei. Hex.
ganz große Klasse, Keule. Wenn ich mal in Rente gehe, ja, übernimmst du den Job, ja? Du hast ja alle drauf, so, ja, die Beinarbeit. Hier, hast du so großartig gemacht, hast du noch ein bisschen was zu knabbern. Sehen wir uns danach nochmal wieder, kriegst du noch ein Autogrammchen, schnacken wir nochmal kurz. Danke, Flori, du bist eine Kraft. Du bist mal. Ja, du machst jetzt einfach Stage-Diving, die fangen mich schon auf. Zeit für Popgebrasche!